Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Sprünge ins Wasser üben seit ewigen Zeiten eine große Faszination auf den Menschen aus. Professionelle Wasserspringer dürfen sich aber nur ganz wenige nennen. Hallo, ich bin Patrick Hausting, 22 Jahre alt und Wasserspringer beim Berliner TSC. Berlin, das ist die Heimatstadt des 22-jährigen Patrick Hausting. Hier wurde er am 9. März 1989, kurz vor dem Fall der Mauer, geboren. Hier hat er bisher sein ganzes junges Leben verbracht. Patrick Hausting braucht das pulsierende Leben in Deutschlands Hauptstadt. Es ist halt angenehm, so schön zentral zu wohnen, weil man nicht so weite Trainingswege hat. Man ist immer so ein bisschen im Geschehen drin. Ich bin nicht so der Mensch, der gerne außerhalb wohnt. Mittendrin, das ist sein Ding. In Berlin findet er dafür beste Voraussetzungen. Aufgeschlossen und neugierig, so kommt er auch bei der Wassersprung-Trainingsgruppe des Berliner TSC an. Paddy ist ein sehr lustiger, sehr offener Typ, der also bei 365 Tagen im Jahr, ich glaube, 363 Tage lang gute Laune hat. Ein junger Mann, der gerne viel ausprobiert und einfach Spaß am Leben hat. In Berlin werden Wasserspringer gezielt gesucht und gefördert. So hat auch bei Patrick alles sehr früh angefangen. In der Grundschule wurde ich von unserer Landestrainerin Frau Grothkopp angesprochen, habe einen Flyer bekommen, habe zum Schnuppertraining vorbeigeschaut. Da war ich 6, 7 Jahre alt und es hat mir sehr gefallen. Ich war schon immer ein aktives Kind. Schon als kleiner Junge war das immer seine Stärke, dass er koordinativ die Sprünge sehr gut bewältigt hat, dadurch natürlich auch relativ gut Sprünge erlernt hat. Schnell wird klar, was für ein außergewöhnliches Sprungtalent da heranwächst. Erste Erfolge stellen sich ein. Was in ganz jungen Jahren noch ein Hobby war, wird früh zu seinem Lebensmittelpunkt. Ich habe früher dann nur 2, 3 Mal die Woche trainiert. Irgendwann ging es ab 5. Klasse auf eine leistungsorientierte Schule, mit Sport natürlich. Auf einer Eliteschule des Sports in Berlin, keine 500 Meter von der Sprunghalle entfernt, findet er perfekte Voraussetzungen. Also in den jüngeren Klassen gibt es dann so 2 Vormittage, wo der Unterricht gespaltet wird. Und da kann man dann vormittags ordentlich trainieren und geht dann danach wieder in die Schule. Und in den späteren Jahren gibt es die Möglichkeit der Schulstreckung. Das heißt, dass ich zum Beispiel die Oberstufe 11., 12., 13. Klasse auf 4 Jahre mache, anstatt auf 3 Jahre. Das zahlt sich aus. Noch zu Schulzeiten gewinnt er 2008 mit seinem Synchronpartner Sascha Klein zunächst Gold bei den Europameisterschaften in Eindhoven, dann in der gleichen Disziplin und mit demselben Partner bei den Olympischen Spielen in Peking die Silbermedaille. Ein 19-Jähriger sorgt im Land der besten Wasserspringer der Welt für Furore. Ja, man kriegt eigentlich immer wieder Gänsehaut, wenn man es sieht. Es war halt ein super sportlicher Moment und so meine erste große internationale Medaille und dass dann gleich die olympische Silbermedaille ist, ist natürlich umso besser gewesen. Danach geht es so richtig los. 11 Medaillen bei Europameisterschaften folgen. Es sind sein Fluggefühl und seine Flexibilität, die ihn zu einem außergewöhnlichen Springer machen. Bei der EM 2010 schafft er Historisches. 2-mal Gold und 3-mal Silber in Einzel- und Synchronwettbewerben. Das ist noch keinem Springer vor ihm bei einer EM oder WM gelungen. Da konnte ich als erster Wasserspringer überhaupt 5 Medaillen in 5 Wettkämpfen holen. War ein besonderer und historischer Erfolg, den hoffentlich so schnell erstmal keiner nachmacht. Die großen Nationen wie China, Russland, die ein großes Repertoire an Springern haben, gehen mehr auf die Spezialisierung. Wir haben nicht so ein großes Repertoire an Springern und Patrick bietet sich an, da er ein sehr guter Brettspringer ist und auch ein guter Turmspringer ist, dass er beides springt. Turmspringer sind normal eher klein und schlank, Brettspringer groß und muskulös. Hausting ignoriert das natürliche Ausschlussverfahren. Er ist ein unkomplizierter Mensch mit vielen Facetten. Es gibt den aktiven, kommunikativen Patrick Hausting, aber auch den konzentrierten, fokussierten. So erreicht er die nötige Grundspannung, um bei den Wettkämpfen auf den Punkt da zu sein. Das zeigt sich auch bei einer altbekannten Fingerübung auf moderne Art.
Der Zauberwürfel für Fortgeschrittene. Die Trainingsheimat von Deutschlands bekanntestem Wasserspringer liegt in Berlin-Prenzlauer Berg. Hier verbringt er die meiste Zeit. Sprünge müssen immer und immer wieder trainiert werden. Setzt ein Springer zu viele Wochen aus, kann er fast wieder ganz von vorne anfangen. Wasserspringen ist eine klassische Randsportart. Eigentlich nur bei Olympia gibt es mediale Aufmerksamkeit. Das Bewertungssystem ist nicht so einfach. Es gibt 6 unterschiedliche Sprunggruppen, die uns Patrick mit der Wertungsrichterin Anke Pieper zeigt. So, jetzt hat uns Patrick einen Sprung aus der Vorwärtsgruppe gezeigt. Das war in 2,5 vorwärts gehechtet. Als zweiten Sprung haben wir von Patrick einen 1,5 Seite rückwärts gehechtet gesehen. Der wird normalerweise von ihm nicht im Wettkampf gesprungen. Und das war jetzt ein Sprung aus der Auerbach-Gruppe, und zwar in 2,5 Auerbach-Seite gehockt. Der vierte Sprung von Paddy war jetzt ein 1,5 Delfin-Salto. Der wird meistens in der Pflicht gezeigt und ist eher kein Kürsprung. Und der fünfte Sprung war aus der Schraubengruppe. Ein 2,5 Salto vorwärts mit 2 Schrauben. Etwas misslungen diesmal. Für die 6. Gruppe ist der Patrick jetzt auf den Turm gegangen und hat uns von dort eine Handstandsalto gehechtet gezeigt. Diese 6 Gruppen muss jeder beherrschen. Vom Turm sind alle gefordert. Vom Brett kann man eine Gruppe doppelt auswählen, um auf die 6 Wettkampfsprünge zu kommen. 7 Punktrichter bewerten diese dann. Die 2 besten und schlechtesten Noten fallen weg. Unser Wertungssystem geht bei 0 los, total verfehlt, und geht bis zu 10 hoch, was natürlich optimal ist. Bei uns werden viele Teile des Sprunges eigentlich bewertet. Das ist der Absprung, da fängt es an, die Höhe, die Drehung des Sprunges, die Hock- und Hechthaltung oder ob das schön wie ein Paket zusammen ist. Vertikales Eintauchen ist dann das Optimale. Je weniger es also spritzt, desto gelungener die Eintauchphase. Beim Synchronspringen wird die Sache dann noch etwas komplexer. Weitere Punktrichter kommen hinzu, um den genauen gleichzeitigen Ablauf der Bewegungen zu bewerten. Na, ganz wichtig ist halt, dass wir zusammen den Absprung synchron hinbekommen. Und dann sind bei den Kopfsprüngen ganz wichtig unten die Eintauchphasen, dass man da spritzerlos eintaucht. Synchron macht auf jeden Fall mehr Spaß einfach, weil man ist zusammen. Und wenn man mal leidet, dann leidet man halt zusammen. Und es leidet sich ein bisschen leichter. Leiden ist ein gutes Stichwort. Auch Patrick Hausting hat in seinen jungen Jahren schon einiges mitgemacht. Ja, bei mir ist halt das große Problemfeld meine Kniegelenke. Ich habe schon 2 Operationen hinter mir. Am Olympiastützpunkt in Berlin geht er mehrfach in der Woche zum Krafttraining, um Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur zu stärken. Die Knie sollen entlastet werden. Sie machen ihm auch zurzeit wieder Probleme. Ich habe im linken Knie eine Patellasehnenreizung im Moment. Das ist halt ziemlich problematisch, weil es immer wehtut. Und wieder einen Weg finden müssen, die Saison gut über die Brücken zu bekommen, ohne dass jetzt was kaputt geht oder noch mehr Schmerzen entstehen. Und im anderen Knie habe ich im Moment leider ein Ödem, was eigentlich genau dasselbe Spiel ist. Vorsicht ist also angesagt. Seit über 10 Jahren macht Patrick Leistungssport auf höchstem Niveau, mit viel Aufwand. Lange kann ein Wasserspringer nicht ganz oben bleiben. Man sagt immer so, die Grenze ist, wenn die 3 losgeht, also mit 30. Gibt es wenige Sportler, die dann noch wirklich oben in der Weltspitze sind und erfolgreich bleiben. 10-mal trainiert Patrick mit der Wassersprunggruppe des Berliner TSC in der Woche. Jede Trainingseinheit beginnt mit dem Aufwärmprogramm. Im Juli hat er mit Sascha Klein, der nicht hier in Berlin trainiert, bei den Weltmeisterschaften in Shanghai vom 10-Meter-Turm die Silbermedaille gewonnen. Die Bestätigung von Olympia 2008. Danach waren gerade mal 4 Wochen Pause. Die neue Saison hat längst begonnen. Im Trockenraum wird an den Sprüngen gefeilt. Er geht ein kleines bisschen früh hier raus, ja? Streckt sich noch ein bisschen mehr.
wir sind in einer sogenannten Vorbereitungsphase. Es geht darum, im Prinzip technische Grundlagen wieder aufzubereiten, sodass man im Prinzip jetzt in dieser Phase bis Dezember das vorbereitet, wovon man dann im Verlauf der Wettkämpfe zehren will. Und auch das gehört in Berlin zum Training eines Wasserspringers. Klassisches Ballett. Und die Musik spielt dazu. Ja, Steffi, so eine Männergruppe, da muss man ausspringen, wa? Aber ich sag doch, die 8 ist nicht dein Freund. Patrick Hausting, wie macht er sich denn beim Ballett? Für einen Mann macht er sich sehr gut. Für Männer ist das ja immer ein bisschen schwierig, weil man ja immer denkt, weiche Bewegungen und so, macht er sich wirklich gut. Aber Patty hat ja von Hause aus eine ganz große Begabung in der Koordination und das spielt er hier locker aus. Locker und leicht löst er auch das kleine Geduldsspiel unter 10 Minuten. Patrick Hausting hat viele Talente. Und nach der Werbung, die Berliner Wasserspringerin Maria Curio erzählt von ihrem Unfall vor 1,5 Jahren. Der Deutsche Behindertensportverband feiert sein 60-jähriges Jubiläum. Und Patrick Hausting zeigt uns, wie ein Wettkampf bei ihm abläuft. Jetzt geht es weiter mit Vision Gold, präsentiert vom Versicherer der Deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Patrick Hausting ist der bekannteste Wasserspringer in Deutschland. Er hat schon viele Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften gewonnen. Auch eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Peking 2008. In Berlin bereitet er sich intensiv auf London 2012 vor. Dass Wasserspringen durchaus auch eine gefährliche Sportart sein kann, hat Maria Curio im Februar 2010 erlebt. Die 21-Jährige ist auch in Berlin geboren. Sie startet für den gleichen Club, dem auch Patrick angehört. Es passierte bei einem Sprung vom 10-Meter-Turm. Maria ist beim Internationalen Springertag in Rostock beim 3,5-Delfin mit dem Kopf an der Turmkante touchiert und hat sich eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde zugezogen. In so einem Moment kriegt man halt sehr schnell Panik und auch einen Schock, weil sowas sieht man nicht so oft und will man auch nicht so oft sehen. Ich bin froh, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Ich glaube, es ist auch ganz gut so. Es hilft mir auch dabei, dass ich darüber ganz offen und ohne Probleme reden kann. Der Sprung vom Turm ist für Frauen gefährlicher als für Männer, da sie sich nicht mit der gleichen Kraft abstoßen können. Der Abstand zur Plattform kann gefährlich gering sein. Oft sind Springerinnen oder Springer auch übermotiviert im Wettkampf. Sie überschätzen sich, die Trainer sind dann gefordert. Im Allgemeinen ist das Allerwichtigste, und das ist die Verantwortung des Trainers, dass er natürlich die Sprünge so vorbereitet, dass sie nicht im absoluten Grenzbereich des Sportlers sind und der Sportler dann, um den Sprung rumzubekommen, unnötig viel riskiert. Sicherheit geht vor, auf dem Turm soll kein Risiko eingegangen werden. Vor der Kür sind viele Übungssprünge Pflicht. Maria Curio hat nach ihrem Sturz 2 Tage zur Untersuchung auf der Intensivstation verbracht. Ihr starker Wille hat ihr in dieser Zeit sehr geholfen. Im Krankenhaus, ist dir irgendwann mal der Gedanke ans Aufhören gekommen? Nee, auf gar keinen Fall. Also die Schwestern haben mich auch für verrückt erklärt, weil sie hatten mich dann auch gleich gefragt, ob ich noch weiter springe und den Sprung nochmal machen werde. Und ich habe gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Und für mich stand es überhaupt nicht zur Diskussion. Mein Trainer hat mich auch gefragt, wie ich dazu stehe. Das ist Marias Stärke, dass sie sehr ehrgeizig ist und auch im Kopf sehr stark ist und solche Dinge verarbeiten kann. Andere Sportler wären nicht mal in der Lage, sowas zu verarbeiten. Der Unfall hat mich auf jeden Fall stärker gemacht, gerade was das Mentale angeht. Maria Curio, eine sympathische junge Frau, die durch den Unfall den Grenzbereich kennengelernt hat und seitdem so stark springt wie nie zuvor. Sie darf sich berechtigte Hoffnungen auf Olympia 2012 in London machen. Mit vielen Hoffnungen blickt auch der Deutsche Behindertensportverband nach London. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Apothekerverband.
60 Jahre DBS. Der Deutsche Behindertensportverband feiert in Berlin sein 60-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste aus Sport, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind gekommen. Empfangen wurden sie von DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher und den Präsidiumsmitgliedern. Erfolgreiche Spitzensportler wie Schwimmerin Kirsten Brun, Leichtathlet Heinrich Popov oder Ex-Skirennfahrer Gerd Schönfelder sind dabei und sind begeistert. Ja, 60 Jahre DBS. Ich habe natürlich die letzten 20 Jahre mitbekommen, da hat sich schon viel getan und ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg im internationalen Vergleich und trotzdem kann man solche Abende natürlich nutzen, um einfach Weichen zu stellen für die Zukunft, Kontakte zu knüpfen und ich denke, das machen wir. Die lange Liste der prominenten Gratulanten führt Bundespräsident Christian Wulff an und er fühlt sich sichtlich wohl. Und damit ist er nicht allein. In gemütlicher Atmosphäre wird geplaudert, gescherzt und gefachsimpelt. 60 Jahre DBS, das muss man feiern. Und ich denke, das hat auch diesen würdigen Anlass und auch den Rahmen verdient. Und allemal, wenn es dann manchmal mit diesen hochrangigen Gästen ist, dann ist das einfach für alle eine Ehre. Und dann ist es einfach auch ein Zeichen, dass dieser Verband Unterstützung braucht, dass er wichtig ist und dass er einfach in sozialer Schiene unheimlich viel macht. Und das wird nur mit solchen hochrangigen Gästen einfach mal nach draußen transportiert. Und das brauchen wir. Die Räumlichkeiten der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom bieten einen würdigen Rahmen für die Feierlichkeiten des DBS, der übrigens der größte Behindertensportverband der Welt ist. Ein Mitglied ist Leichtathlet Heinrich Popov und dafür ist er sehr dankbar. Ich habe dem DBS zu verdanken, dass ich heute überhaupt hier stehen darf. Der Verband schafft die Rahmenbedingungen, damit wir Sportler unseren Sport ausüben können. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass es weiterhin so bergauf geht, damit wir auch unsere Leistung bringen können. Der DBS hat viele starke Partner an seiner Seite. Wie wichtig eine gute Partnerschaft wirklich ist, erfahren wir hier. Wir engagieren uns beim DBS, weil wir schon der Meinung sind, dass ein Unternehmen wie die Lufthansa sich durchaus stärker auch gesellschaftlich engagieren muss. Und wir darüber hinaus in der Vergangenheit als Airline des Sports mit verschiedenen Verbänden auch schon kooperiert haben, seit einigen Jahren auch mit dem DBS. Und wir sehen ja insbesondere auch eine eben gesellschaftliche Aufgabe, die Ziele des DBS mit den Möglichkeiten, die wir haben, zu unterstützen. Höhepunkt der Jubiläumsfeier, die Rede von Bundespräsident Christian Wulff. Der zeigt sich vom DBS beeindruckt. Der Behindertensportverband ist jetzt seit 60 Jahren in Bewegung und er ist in meiner Sichtweise in der Mitte der Gesellschaft mehr als angekommen. Es ist eine in jeder Hinsicht gegebene Erfolgsgeschichte. 60 Jahre Deutscher Behindertensportverband, ein Fest für den Sport. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Deutschen Apothekerverband. Zurück zum Wasserspringen nach Berlin. Patrick Hausting zeigt uns, wie ein Wettkampf bei ihm abläuft und auf was es besonders ankommt. Ja, auf dem Weg zum Sprung, was geht einem da durch den Kopf? An was denkt man? Dort macht man sich eigentlich nochmal so richtig heiß auf die Sprünge, also erwärmt sich nochmal ordentlich und geht nochmal die technischen Schwerpunkte durch, an was muss ich besonders achten, was kann ich. Und das Einzige, was man mitnimmt, sieht man ja bei dir jetzt hier oben über die Schulter, ist der berühmte Lappen. Genau, das ist der beste Freund im Wasserspringen, wir brauchen den nicht nur zum Abtrocknen, sondern einfach, dass wir was in der Hand haben, dass man nötigerweise mal schnell Wasser parat hat oder so. Ja, der ist einfach für jeden Springer unabdingbar. Wie oft tauscht man den aus, den besten Freund? Eigentlich erst, wenn er wirklich nicht mehr benutzbar ist. Also der kann schon mal ordentlich zerfetzt werden oder mal schon Risse haben oder sonst was. Aber irgendwann, man gewöhnt sich halt an den Lappen und auch an die Farbe, die hat man dann im Kopf. Wenn man den Lappen wechselt, dann kann es doch schon mal sein, dass man von jemand anders aus, dass jemand den Lappen klaut. Bist du eher so ein ruhiger Typ oder bist du eher einer, der dann dieses Adrenalin auch braucht vor dem Sprung? Also nach außen hin bin ich oft der ruhige Typ, aber innerlich kocht da irgendwo jeder. Und ich probiere mal, das nicht anmerken zu lassen, sondern eben Gelassenheit auszustrahlen und Sicherheit vor allem. Wir stehen hier vor dem 3-Meter-Brett. Was sind denn jetzt die allerletzten Vorbereitungen vor dem Sprung? Das ist eigentlich nichts mehr Besonderes als wieder vor unten. Das Brett wird eingestellt. Man wird sich noch ein bisschen Wasser in die Hände machen, weil man dann den optimalen Grip hat mit trockenen Beinen. Und ja, dann kommt der Anpfiff und los geht's. Okay, dann schauen wir uns das mal an.
jetzt sind wir ein bisschen weiter hochgegangen, sind auf dem 10-Meter-Turm. Ist das eine andere Anspannung beim Turmspringen aus dieser Höhe als beim Brettspringen? Es ist schon was anderes, weil es halt einfach 10 Meter sind und dort gehört immer ein bisschen Überwindung dazu. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, aber so ganz den Respekt verliert man, glaube ich, nie. Es wird eigentlich bei den Männern die Königsdisziplin genannt, weil dort einfach die spektakulärsten Sprünge gezeigt werden können. Vom 10 Meter kann man am besten eintauchen. Also dort sieht man dann wirklich bei optimaler Tauchphase, wie nur noch ein Springer im Wasser verschwindet, aber es nicht wirklich spritzt. 10 Meter sind schon viel. Patrick führt uns aber noch etwas weiter nach oben, direkt unter das Hallendach. 16 Meter sind es von hier bis zum Wasser. Der gute Freund ist wieder eingesammelt. Bekommt man eigentlich was vom Applaus oder so vom Publikum mit, wenn man eintaucht? Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, wenn ich auftauche und schon hohen Applaus höre, auch vom eigenen Team und von den normalen Zuschauern, dann weiß ich auf jeden Fall, dass der Sprung sehr gut war. Richtig gute Sprünge zeigt auch Patricks Teamkollegin Nora Subschinski. Schon zweimal war sie bei Olympia dabei, jeweils mit guten Platzierungen im Synchronspringen vom Turm. 2004 bist du Sechste geworden, 2008 dann Vierte. Dann müsste jetzt ja eigentlich in London die Medaille kommen. Ja, so habe ich das auch gesagt. Also erst Sechster, dann Vierter, dann eigentlich müsste jetzt der Zweite kommen. Aber wie gesagt, es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Wir haben aber gesehen jetzt bei der WM, dass wir wieder vorne mitspringen können. In Berlin beim TSC gibt es so einige aussichtsreiche Kandidaten für Olympia in London nächstes Jahr. Ein Ereignis, das schon jetzt alle elektrisiert. Was bedeutet Olympia für jeden Sportler? Darauf arbeiten wir hin. Wäre natürlich ein absoluter Traum. Jetzt geht es um alles natürlich. Klar, ich werde auf jeden Fall darum kämpfen. 10 Meter Synchron ist der Schwerpunkt. Dass ich mir noch eine Medaille irgendwo holen kann. Das größte Event, was es auf der Welt gibt. Wäre einfach der Wahnsinn. Ein super sportlicher Moment. Das Größte, was man als Sportler erreichen kann. Wir wollen natürlich dann auch nächstes Jahr springen. Kämpfen um eine olympische Medaille. Ja, mal schauen, wie es wird. Natürlich wollen wir auch im 3 Meter Kunst springen und im 3 Meter Synchron springen und Wörtchen mitreden. Sind jetzt schon alle Zeichen auf Olympia gesetzt? Ich wünsche jedem Sportler, wirklich da mal hinfahren zu können. Unbeschreiblich dann. Es sind halt so viele Dinge, die Olympia besonders machen und darauf freut man sich dann halt alle 4 Jahre ganz besonders. Patrick Hausting trägt sein Andenken an Olympia schon am Finger. Vielleicht kommt ja, wenn das Glück mitspielt, im nächsten Jahr ein weiteres dazu. Die Aussichten sind auf jeden Fall sehr gut für den Wasserspringer mit so viel Fluggefühl. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich.